Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur dritten Online-Fassung der Nordbauern Schleswig-Holstein von regionalen Spezialitäten. Mein Name ist Jens Mecklenburg und ich darf Sie durch den Abend begleiten. Nachdem wir im Juni zusammen zum Auftakt, zusammen mit dem Landwirtschaftsminister Albrecht, uns dem Thema Käse gewidmet haben, im August uns von den Räucherfischqualitäten aus heimischen Seen und Teichen überzeugen konnten, ist unser heutiges Thema Schinken. Und die Besonderheit ist, dass wir uns nicht nur um den traditionellen Schinken vom Schwein kümmern, sondern auch Schinken vom Rind und vom Land zur Verkostung haben. Wir haben heute zwei kundige Testerinnen und einen ebensolchen kundigen Tester in unserer Runde am Start und werden im Laufe der Sendung mit den drei Produzenten der Schinken ins Gespräch kommen und ein bisschen herauszuarbeiten, was für ein Handwerk eigentlich dahinter steht, wie sich Schinken von Lamm, Schwein und Rind unterscheiden. Zahlreiche Zuschauer, die uns heute zuschauen, können zu Hause mittesten. Sie haben nämlich sich eigene Eindrücke sammeln. Sie haben sich Testpakete von den Nordbauern schicken lassen. Und wie ich gehört habe, ist der südlichste Tester, vielleicht ist es auch eine Testerin, das weiß ich jetzt nicht, sitzt in Aachen von dieser norddeutschen Stelle herzliche Grüße nach Aachen. Kurz nochmal zu den Nordbauern. Wer noch nichts von ihnen gehört hat oder sie nicht kennt, das ist ein Zusammenschluss von rund 50 traditionellen arbeitenden bäuerlichen Betrieben und Genusshandwerker hier in Schleswig-Holstein, die vor allem ihre Liebe zum Handwerk eint und alle sind auch Direktvermarkter und es sorgt davon, dass sie großes Interesse haben, direkt mit den Konsumentinnen und Konsumenten ins Gespräch zu kommen. Vielleicht an dieser Stelle ein Hinweis aus von meiner Seite aus, hat die Regie gar nicht vorgesehen, aber zurzeit wird in der Gesellschaft ja sehr breit über die Zukunft der Landwirtschaft und die Zukunft unserer Nahrung diskutiert und gestritten. Und dieser im globalen Maßstab sehr kleine Verband der Nordbauern haben ein, wie ich finde, bemerkenswertes Manifest über die Zukunft der Landwirtschaft und unserer Lebensmittel in die Welt gebracht. Und wer das einfach mal nachlesen möchte, wie sich die Nordbauern die Zukunft vorstellen, der möge doch einfach auf die Homepage der Nordbauern gehen und dort findet man auch dieses Manifest. Erlauben Sie mir, bevor wir jetzt mit den Tests beginnen, noch mal ein paar Sätze zu dem Kulturgut Schinken. Also als die Menschheit anfing zu räuchern, Lebensmittel zu räuchern, diente es natürlich vor allem erstmal der Haltbarmachung von Lebensmitteln. Das war ein kulturhistorischer Schritt für die Menschheit. Heute geht es ja eher mehr um Genussaspekte. Und hier im Norden in Schleswig-Holstein hat Schinken eine sehr, sehr lange Tradition. Schon der dänische König Christian der Vierte, damals war Schleswig-Holstein unter dänischer Herrschaft, war ein großer Verfechter des Schinkens und hat ihn überall in Europa gepriesen, was seine Untertanen hier im Norden alles, was für ein tolles Handwerk sie haben und was für tolle Schinken hier entstehen. Und von Theodor Storm stammt ein wunderschönes Beaumont. Er schrieb mal, in Holstein sind vor allem drei Dinge zu rühmen, die gute Luft, die hübschen Mädchen und die kernigen Kartenschinken. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und aber um atmosphärisch die mal mitzunehmen, was für ein Handwerk eigentlich bei der Schinkenherstellung dahinter steckt, müssen wir bedenken, dass vom Pökeln bis zur vollständigen Reifung des Schinkens vergeht oft viele, viele Monate. Ein anständiger Schinken wird von Hand gesalzen und getrocknet und gepökelt. Jede Schinkenräucherei im Land hat ihre eigene Mischung und ihr eigenes Brauchtum, um diesen, sei es bei den Gewürzmischungen, um diesen Schinken herzustellen. Und für einen guten Schinken aus Schleswig-Holstein ist es selbstredend, dass da kein Schnellpökelverfahren eingesetzt wird, dass nach dem Einsalzen er erstmal im Pökelraum viele Wochen liegt, bevor er dann über Buchenholz in der Karte geräuchert wird. Also wir sehen, wir reden hier über ein sehr, sehr anspruchsvolles Handwerk. So, genug der Vorrede. Ich möchte Ihnen jetzt die Testerinnen und Tester vorstellen. Als erstes Annemarie Rode aus Hohenlockstedt. Sie ist Landfrau. Ich sehe Annemarie, du
auch dein Landfrauen-Tüchlein oben mit dem L drin. Du bist Botschafterin für heimische Produkte. Schön, dass du dabei bist heute in dieser Testerrunde. Was verbindest du persönlich mit Schinken? Einen ganz traumhaften Duft, rauchig, eine dunkle Karte, oft kalt und von meiner Heimat her muss ich immer schmunzeln, ein paar stibitzige Jungs. Denn oftmals hing bei dem Kartenschinken auch noch so ein bisschen anderes Wurstwerk, was geräuchert wurde. Und das hat manche Nacht abgenommen. Ich verstehe, Annemarie. Ich lasse jetzt mal so stehen. Aus Hamburg ist mir zugeschaltet Johanna Redeke. Sie ist Redakteurin vom Online-Magazin Nordische Esskultur, immer auf der Spur nach regionalen Spezialitäten. Schön, dass du dabei bist, Johanna. Bei welcher Gelegenheit isst du am liebsten Schinken? Oh, ich glaube, ich bin da sehr klassisch unterwegs. Ich liebe Brotzeit. Ich finde, das wird nie langweilig und dazu gehört einfach ein toller Schinken dazu. Und natürlich kann man ihn auch auf Platten packen oder ins Bauernfrühstück oder sonst was, aber ganz klassisch in der Brotzeit finde ich es einfach am besten. Dankeschön erstmal. Als dritten Tester haben wir Jochen Strehler bei uns in der Runde. Er ist ein bekannter Koch in Schleswig-Holstein. Er betreibt mit seiner Frau Anja den Gildepark in der großen Bühnen-Schützengilde in Kiel. Hat stilbildende Restaurants schon betrieben, wie den Dampferhof oder das Lüneburghaus in Kiel. Er hat die Musiker viele Jahre des Schleswig-Holstein Musikfestivals bekocht. Wie ich hörte, sehr erfolgreich. Die Stimmung war immer gut. Und er war vor allem eine der ersten Köche hier im Norden, der mit heimischen Produkten gekocht hat. Heute eigentlich eine Selbstverständlichkeit für die Gourmet-Küche. Aber vor 20, 25 Jahren ein Novum. Da hat die Gourmet-Küche eher mit klassischen französischen Edelprodukten gearbeitet. Und Jochen Strehler war halt einer der ersten, der mit heimischen Produkten viel gearbeitet hat. Für dich als Koch und Gastronom, welche Bedeutung hat für dich Schinken, Jochen? Schinken, muss ich sagen, ist für mich auch eher, sage ich mal, verbunden mit dem einem guten Frühstück, einem guten Abendessen, einer guten kalten sozusagen Platte. Man kann natürlich super kreative Sachen machen, aber wenn ich das Wort Schinken höre, bin ich auch immer beim Holsteiner Kartenschinken auch meistens. Selbst wenn man in der ganzen Welt unterwegs ist und auch andere tolle Schinken hat, die es ja überall woanders auch gibt, hat man doch immer im Hinterkopf, in der Nase diesen typischen Holsteiner Kartenschinken, den ich immer noch von allen irgendwie, sag ich mal, herausragend sozusagen halte. In einem Menü, ab einem gewissen Level, ist es ja gar nicht so einfach, Schinken einzubauen. Aber hier sind einige Sachen bei heute. Ich denke, da fällt uns auch noch was ein. Gut, danke erstmal. Ich möchte Ihnen zumindest kurz unsere Produzenten vorstellen. Wir werden dann später im Verlauf des Abends mit Ihnen noch ins Gespräch kommen. Als erstes, ich mache das in der Reihenfolge, wie wir gleich testen werden, ich sage mal als Überschrift von der Kanzlei auf dem Acker aus Berlin, wo er sich gerade aufhält, Hans-Jürgen Zastrow vom Wagnershof in Gerebin, den wir dem Schinken vom Galloway zu verdanken haben. Guten Abend, Herr Zastrow, schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend. Guten Abend. Dann als zweites, als Überschrift vielleicht, viel Himmel, viel Deich, viel Schafe aus Neufelder Koog an der Elbmündung in Dithmarschen ist uns da Beers zugeschaltet. Wir haben ihr den Lammschinken zu verdanken. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben, Frau Beers. So, freue mich, dabei zu sein. Und als drittes, ich nehme einfach mal die Überschrift Biofleisch ist Ihr Gemüse. Aus Sprakelsbühl in Nordfriesland, kurz vor der dänischen Grenze, ist uns Christina Johansen zugeschaltet. Ihr haben wir eine weitere Spezialität zu verdanken, nämlich dem Schinken vom Sattelschwein. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Johansen. Ja, hallo. 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 So, wir fangen jetzt an und testen den Galloway-Schinken vom Wagnershof auf aus Gerebin. Ich hätte beinahe gesagt, jetzt geben wir Butter bei die Fische, aber besser ist wohl, wir legen den Schinken aufs Brett und verkosten ihn. Ich darf zwischendurch, leider gibt es noch keinen Geruchs, online, Fernsehen, wie auch immer.
riecht bei mir wie eine Räucherkarte. Wunderbar verbreitet sich hier in diesem Raum. So, wir haben den dunklen kleinen, der Schinken ist dieser hier. Der Galloway-Schinken, der Rinderschinken. Annemarie, dein Urteil zum Rinderschinken? Großartig. Eine schöne, zarte Faserung, nicht zu fest. Lässt sich super gut verkauen. Ist geschmacklich absolut mein Fall. Erinnert ein ganz klein wenig ans Bündner Fleisch, was man so manchmal aus der Schweiz kennt. Aber hier durch die feine Maserung, die es auch hat, wirklich ein Hochgenuss. Danke. Johanna, dein Eindruck vom Schinken und wozu würdest du ihn essen oder servieren? Bei welcher Gelegenheit? Also ich glaube, für diesen Schinken kann es gar nicht genug Gelegenheiten geben. Er ist sehr, sehr zart und mager, wenn man ihn sich anschaut. Hat er wirklich eine ganz, ganz leichte Marmorierung, ganz wenig Fett. Ist dabei aber nicht hart, wie ich es auch zum Beispiel vom Bündnerfleisch teilweise kenne, sondern sehr, sehr fein essbar. Braucht meines Erachtens gar nicht viel, weil er sehr fein auch im Geschmack ist. Er ist schön, also ist wirklich ein toller Schinken. Also ich freue mich davon, jetzt noch mehr zu essen. Danke. Du hast gezeigt, jetzt genug, jetzt will ich Jochen fragen. Du als Profikoch mit vielen Vergleichsmöglichkeiten, gefällt dir der Käse und wie und wo würdest du ihn in der Stunde einsetzen? Eine halbe Frage verstanden, denke aber, dass ich sie mitgekriegt habe. Also ich wollte auch mal ganz kurz das Wort Bündnerfleisch nur kurz erwähnen, einfach weil es optisch natürlich erst einmal an das Bündnerfleisch erinnert. Damit führt er einen aber auf eine völlig falsche Spur, weil danach ist er viel zarter, hat natürlich Rauch, was ein Bündnerfleisch ja auch nicht hat. Eine herrliche, feine Süße spüre ich da raus, einen schönen, sage ich mal, milden Rauch, sage ich mal, zart, nicht hart. Und was natürlich bei ihm auch extrem wichtig ist, sage ich mal, was bei Rinderschinken nicht alle immer gleich hinkriegen, was ganz wichtig ist, dass man ihn natürlich auch schön hauchdünn schneidet, was dieser hier ist, was natürlich dann auch sein muss und was man ansonsten zu Hause irgendwie hinkriegen muss. Ich würde den sehe ich mit einem angebratenen grünen Spargel oder mit ein paar Salatherzen, Artischocke fällt mir ein, leicht mediterrane Spur irgendwie so. All das sehe ich mit diesem Schinken oder ein paar, sage ich mal, Weintrauben kann ich mir sogar irgendwie denken und ein bisschen Pfeffer. Ich habe meine Mühle hier stehen übrigens, weil ich das bei einigen Sachen gerade Schinken toll finde. Also ich bin begeistert. Vielen Dank. Vielen Dank erstmal bis hierher. Herr Zastrow, zwei Sätze nochmal zu Ihrem Betrieb. Der Wagnershof liegt in der schönen holsteinischen Schweiz bei Grebin. Bei Ihnen leben, wenn ich richtig informiert bin, so um die 190 Galloways auf und um den Hof. Sie betreiben den Hof zusammen mit Ihrer Frau Bonita. Ganzjährige Weidehaltung ist bei Ihnen, spielt eine Rolle, Heu- und Futterstoff. Eigenem Anbau, langsames Wachstum ohne Schlachtung und so weiter und so fort. Was sagen Sie zu dem Urteil unserer Testerinnen und Tester, Herr Zastrow? Ich bin natürlich sehr erfreut und fühle mich glatt wie in eine höhere Stufe versetzt. So als wenn er das Ziel der Klasse erreicht hat und jetzt sozusagen auf neuer oder besserer Ebene weitermachen darf. Ja. Ich bedanke mich bei den beiden Damen und bei den Herren für dieses Urteil. Zu Ihrem Betrieb noch. Ich hatte ja eingangs mal den Slogan formuliert von einer Kanzlei auf dem Acker. Sie sind Jurist. Wie kommt ein Jurist zu einem Rinderzuchtbetrieb, zu einem landwirtschaftlichen Betrieb? Da ist zu bedenken, dass unsere Familie aus Hinterpommern kommt und aus der Landwirtschaft stammt. Und wenn sie sozusagen außerlandwirtschaftlich gelandet ist, so ist es sozusagen den Zeitumständen geschuldet. Aber mein Onkel, der in Lübeck tätig war,
hat dort auch aus seiner guten Tätigkeit im öffentlichen Dienst wieder den Weg in die Landwirtschaft gesucht. Der ist natürlich schon lange tot. Und ich habe also schon früh angefangen, da ich durch bei meinem Onkel das kennengelernt habe und habe dann auch mein Praktikum gemacht beim Kreislandwirt in Hannover. Also ich habe früh den Weg gesucht, um irgendwie Möglichkeiten zu finden, wieder ein Bein in die Landwirtschaft zu bringen. Und ich freue mich sehr, dass mir das gelungen ist. Seit wann machen Sie den Betrieb so in der Form, wie Sie ihn jetzt haben? Also die erste Fläche habe ich 1977 gekauft und seit Anfang der 90er Jahre, seit 1992, führen wir den Betrieb mit den Galloways. Wie sind Sie auf die Idee mit den Galloways gekommen? Ich würde mal behaupten, mittlerweile leben in Deutschland insgesamt, in Schleswig-Holstein leben auch sehr viele Galloways mittlerweile, aber in Deutschland leben wahrscheinlich mittlerweile mehr Galloways als in Schottland, wo Sie eigentlich herkommen. Wie sind Sie auf die Idee mit den Galloways gekommen? Ich habe seinerzeit überlegt, wie ich das Grünland selbst bewirtschaften kann. Und wenn man dann Bauernblatt und ähnliche Fachliteratur liest, kam dann sehr schnell die Idee, dass eine Milchhaltung für mich ausscheidet und dass die Mutterkuhhaltung in Frage kommt. Und da war mir sehr sympathisch, dass ich in den Galloways eine Rasse habe, die dominant hornlos ist. Denn ich hatte doch ein bisschen Respekt vor den Hörnern. Und so kam mir das in jeder Hinsicht sehr entgegen, ja. Und hinzu kommt, nach meiner langjährigen Erfahrung, es sind auch sehr ruhige und friedliche Tiere. Das kann ich nur bestätigen. Nochmal zu Ihrem Schinken. Was denken Sie, was ist das Besondere am Galloway-Schinken? Wie unterscheidet er sich vielleicht von anderen Rinderrassen? Und speziell bei Ihrem Schinken, gibt es da sowas wie Geheimnisse, die Sie uns verraten könnten? Leider sind Sie im Augenblick mit dem Ton weg gewesen, aber ich versuche auch, wie der Meisterkoch, sozusagen zu rekonstruieren. Ich muss dazu Folgendes sagen, dass ich bei den Schlachtungen oder bei den Geschmackssachen sozusagen der zweite Mann nur in der Familie bin. Scherzhafterweise sage ich immer, ich bin zuständig für Tiere bis zur Außenseite der Tür beim Schlachter und meine Frau ist zuständig für die von der Innentür ab. Für unsere Galloway-Wirtschaft. Und ich meine schon, wenn es gibt ja viele Rinderrassen und bei jeder Rinderrasse ist es festzustellen, dass es da sehr Überzeugte von gibt, die meinen, nur diese Rinderrasse kommt in Betracht. Aber es fällt doch immer wieder auf, dass wir bei den Galloways eine sehr schöne Marmorierung haben. Und ich meine schon, dass die ganz konsequente Aufzucht nur sozusagen auf der Weide mit Weidegras, mit Heu, mit Stroh, dass es sehr viel ausmacht, dass diese besondere Landschaft, beziehungsweise diese besondere Landschaft, dieses besondere Produkt prägt. Wir sind ja an der Grenze, unsere Grundstücksgrenze ist ja auch gleichzeitig die Kreisgrenze, also drei Herden weiden in Ostholstein, in Malente und wir, der Rest weidet in Grubin. Und da gibt es ja auch immer so eine Wanderung zwischen den Tieren, weil sie eben da mit der Mutter groß werden, dann kommen sie als Einjährige dahin, als Zweijährige dahin. Sie lernen auch andere Weiden und Flächen kennen, welche die feuchter sind, welche die trockener sind. Und ich meine, die Mischung wird es bestimmt auch mitmachen. Ja. Ich wollte mich auch dem Lob Ihres Schinkens, ich habe ihn ja tatsächlich auch verkostet, definitiv anschließen, ein ganz, ganz toller Schinken. Wer Ihren Schinken haben möchte, ich weiß, Sie haben Hofladen, weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage der Nordbauern, aber wo kriegt man Ihren Schinken sonst noch? Wir verkaufen unseren Schinken in der Umgebung. Das fängt an. Wir haben in Eutin ein großes Blumenzentrum, heißt Buchwald. Dort sind unsere Produkte zu haben. Unsere Produkte gibt es auch bei Markant in Malente, bei Edeka in Preetz, bei Ernst Schuster auf dem Apfelhof, bei Eis Steffens in bei Ahrensböck und auch verschiedentlich gibt es dann nicht den Schinken, aber die Tiere bei Landgasthof Krasch in Timmendorf auch in Malente. Gut, vielen Dank, Herr Zastrow.
Jetzt zur zweiten Verkostung. Vielleicht auch nochmal weiß, ich sagte ja, die Nordbauern sind alle Direktvermarkter, viele haben Hofläden. Und das Interessante an diesen Hofläden, nicht nur, dass sich in Corona-Zeiten gezeigt hat, wie systemrelevant gerade Hofläden im ländlichen Raum sind, sondern die Kolleginnen und Kollegen der Nordbauern haben meist in ihren Läden eben auch die Produkte der anderen Nordbauern, so dass so ein Hofladen dann eben auch die ganze Vielfalt oder zumindest eine größere Vielfalt des Landes Schleswig-Holstein dort zu haben ist. So, wir kommen jetzt zu dem Lammschinken von Familie Beers aus Neufelder Koog. Und ich bitte die Tester, den Lammschinken zu probieren. Annemarie, darf ich mit dir anfangen? Oder ja, bist du? Hast du vorher schon mal Lammschinken gegessen? Wozu würdest du Lammschinken reichen? Also vielleicht zur Erklärung, dass man aus Lamm Schinken machen kann, ist es vollkommen klar. Aber mein Eindruck ist, dass in Schleswig-Holstein, obwohl wir eine lange Schinkentradition haben, Lammschinken jetzt nicht so im Fokus steht. Hast du schon mal Lammschinken gegessen und wozu würdest du ihn essen? Also kennengelernt habe ich Lammschinken tatsächlich erst, seit ich Dorte Beers kenne und diesen wunderbaren Betrieb in Dithmarschen. Diesen Schinken habe ich wirklich absolut ins Herz geschlossen, aus dem Grunde, weil er eine wunderbar zarte Note hat, die mich persönlich immer wieder auf Platten bereichert. Und ich liebe ihn zum Beispiel zu dieser Jahreszeit mit einer ganz wunderbaren Bürgermeisterbirne. Das ist eine tolle Idee. Gerade so ein absolutes Highlight. Und dazu liebe ich diesen leckeren Schinken, der in seiner Würzmischung und Machart absolut ausgewogen ist und ja, mich zu kulinarischen Experimenten auch hinreißen lässt, weil da kann man noch eine ganze Menge mehr mitmachen, aber ich will anderen nicht unbedingt vorgreifen. Also statt Bohnenbeeren und Speck, Bohnenbeeren und Lammschinken empfiehlst du? Unbedingt. Absolut lecker. Johanna in Hamburg. Lammschinken. Schmeckt man Lamm raus und wie schmeckt er dir? Ich finde, er schmeckt traumhaft. Ich bin nach wie vor begeistert von diesem Schinken. Er ist kräftig, also auch in der Würze, kräftiger als der erste Schinken, würde ich sagen. Aber zum Glück vergleichen wir ja nicht und müssen keinen Sieger küren. Weil er ist super und man schmeckt das Lamm raus, aber ich finde, er schmeckt nicht nach dem, was... Also man kann auch die Leute beruhigen, die normalerweise kein Fan von Lamm sind. Weil das, was dann mal kritisiert wird, dass es diese scharfige oder stallige ist oder so, das hat man gar nicht in dem Schinken. Ich werde auf jeden Fall Annemaries Tipp ausprobieren. Ich bekomme gerade bei diesem Dauerregen bei mir in Hamburg große Lust auf Birnen, Bohnen und Lammschinken. Finde ich, ist eine gute Sache. Ich kann mir auch vorstellen, dass der andere kräftige Geschmäcker vertragen würde. Wenn man vielleicht mit Ziegenkäse da was kombiniert und einem Rucola-Salat dazu irgendwie so einen herzhaften, herbstlichen Salat draus macht. Ich glaube, das würde ich auf jeden Fall auch mal probieren. Aber wie gesagt, ich glaube, Annemaries Tipp ist gerade erstmal bei mir zumindest hoch im Kurs. Also ich finde toll, wie kreativ ihr seid. Jochen, du hast jetzt einen ganz, ganz schweren Stand bei so Puff. Meinung deiner Mittesterin. Klar will ich von dir wissen, wie der Schinken dir gefällt, aber was hältst du von dieser Kombination mit Frucht, mit Birne zum Beispiel? Ja, du hast recht. Einerseits freue ich mich, dass andere auch diese irgendwie Meinung haben. Andererseits wird natürlich ein bisschen Wind aus dem Segel genommen, ist richtig. Weil alle diese Ideen waren so auf meiner Zunge schon quasi. Weil wenn ich dran denke, dass, ich glaube, wir, Jens, haben ja vor 1000 Jahren mal ein Kochbuch zusammengeschrieben. Selbst da war schon Birne, Bohne, Lamm, glaube ich, dabei. Ja. Da handelt es sich allerdings um einen Lammrücken, den wir damals gemacht haben. Ja, vor 200 Jahren haben wir das geschrieben. Vor wie viel? 200 Jahren war das, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, es ist ähnlich lange her auf jeden Fall. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich früher Damperhof auch manchmal, sage ich mal, Variationen vom Holsteiner Lamm
so als hübsche kleine sozusagen Vorspeise hatten. Und damals hatte ich eindeutig Schwierigkeiten, einen hiesigen Lammschinken zu finden, der auf diesen Teller gepasst hätte und eben nicht scharfig schmeckt oder so etwas, wie Johanna sagte. Diesen hätte ich damals gerne gehabt. Der ist nämlich schön mild, schön zart, ist eindeutig Lamm. Man käme nicht auf die Idee, dass das ein irgendein anderes Tier sein könnte, aber der ist super. Was mir noch einfiel, was noch nicht fiel, ist ein ganz, sag ich mal, schöner, mild, süßer, süß-saurer eingelegter Kürbis. Das Ganze auf ein bisschen Feldsalat, bisschen geröstete Kürbiskerne, bisschen Kürbiskernöl oben drüber. Und dann ganz fein gehobelt, wie er zum Glück auch hier ist, dann in diesen Feldsalat reingesetzt, diesen Schinken und ein bisschen, sag ich mal, gehobelter Backensholzer, harter Käse noch oben drüber und wir sind super. Gut. Frau Beers, mit dem Urteil der Tester und Testerin kann man leben, ne? Als Schäferin? Ja, da bin ich mit zufrieden. Es war ja ein Lob, was ausgesprochen worden ist und da kann man nur mit zufrieden sein. Ja. Vielen, vielen Dank. Sind Sie so gut, bei Herrn Tastro habe ich es selber gemacht, aber ich finde, unsere Produzenten können das selbst. Können Sie in ein paar kurzen Sätzen Ihren, ich nenne das jetzt mal Gesamtkunstwerk, Ihre Schäferei vorstellen, was Sie alles machen? Was wir alles machen? Ja, wir sind eine Deichschäferei und wir wohnen 200 Meter vom Deich entfernt. Auf den Salzwiesen und auf dem Deich produzieren wir nicht nur hochwertiges Lammfleisch, sondern auch Küstenschutz. Also ja, wir tun auch was für die Natur. Und im Sommer laufen die Schafe bei uns am Deich und auf den Salzwiesen und in den Wintermonaten oder wenn die Vegetation da nicht mehr ist, dann sind wir im Binnenland und teilen unsere vielen Schafe auf in kleine Herden. Ja, und versorgen sie denn ja, im Binnenland. Und das Schaf ist das Tier, das für draußen geschaffen worden ist und es kommt nur zur Lammzeit nach Hause. Und ja, zur Ablammung und sobald dem Lamm und den Lämmern das wieder gut geht, ist es wieder draußen. Also es ist, ja, das, was jeder haben möchte. Ein Tier, das draußen lebt und sich da am wohlsten fühlt. Welche Schafrasse haben Sie? Wir haben eine Kreuzung und zwar, wir haben das Texelschaf und das Suffolk-Schaf. Das Texelschaf, das ist dieses weiße Schaf, dieses großrahmige Schaf. Und das Texelschaf, sage ich immer, das ist das Schaf mit dem schwarzen Kopf und den schwarzen Beinen, aber es hat eine große schwarze Nase. Also das ist unsere Kreuzung. Und das Texelschaf hat den Rahmen und das Suffolk-Schaf die Frohwüchsigkeit. Ja. Zu Ihrem Schinken nochmal. Was ist das Wichtigste aus Ihrer Sicht, was ist das Wichtigste in Ihrem Schinken oder worauf achten Sie besonders? Ja, das Wichtigste, es ist eben etwas Besonderes. Es ist vom Lamm, es ist klein, es ist aus der Keule. Das Stück Keule wiegt gerade mal 1,5 bis 2 Kilo. Ja, und für mich ist es das Sahnestück hier im Hofladen oder von unseren Produkten, weil es ja auch ja, eine besondere Veredelung hat. Und ich sage immer, es ist was zum Genießen. Es ist was nicht für schnell mal so aufzuessen, sondern richtig mit Genuss muss man ihn genießen. Gut. Es ist sowas, das kauft man sich nicht alle Tage und das isst man auch nicht jeden Tag. Das ist selbstverständlich, weil alles Gute hat seinen Preis. Es ist halt eine Spezialität. Mal Hand aufs Herz, wenn es darum geht, der Schinken, der Holsteiner Kartenschinken, mal mehr zu Spargelzeit oder zu anderen Zeiten, wo man ihn traditionell sehr isst. Sie persönlich lieber Lammschinken oder lieber Schweineschinken? Ich mag beides. Wir sind ja auch Ferkelerzeuger, also ich mag Lamm und Schwein. Gut. Ja, auf jeden Fall auf der, beides lecker. Auf der sicheren Seite. Ja, wo genau. Sie haben Hofladen, wo ist der Schinken sonst zu bekommen? Also den Schinken bekommen Sie eigentlich nur bei mir im Hofladen, weil es eben ein hochwertiges Produkt ist und auch im Preis ein bisschen höher bei mir im Hofladen. Gut. Und ich kann es mit der Post versenden zur Not. Das geht auch. Gut. Einfach mal auf die Homepage gucken, aber wenn wir auf die Homepage der Nordbauern schauen, dann sind da die Betriebe auch nochmal vorgestellt und man weiß, wie man Kontakt mit ihnen nehmen kann. Und ein Ausflug nach Neufelder Kok lohnt auf jeden Fall. Ich kann das aus eigener Anschauung vollen Herzens sagen. Wir kommen jetzt zur dritten Verkostung, aber
erlauben Sie mir, den will ich zumindest noch mal nennen. Als Profiverkoster neutralisieren wir ja ein bisschen mit Brot zwischendurch. Runterzukommen. Und dieses Brot, was wir hier haben, ist vom Passader Backhaus. Ein Betrieb in der Nähe von Kiel, auch ein Nordbauernbetrieb. So, wir kommen jetzt zum Schweineschenken vom Schinken vom Sattelschwein aus Sprakebühl in Nordfriesland von Familie Johansen. So, ich bitte diesen schönen Schinken mit schönem Fettrand. Das sind die Sattelschweine, die wir eben im Bild gesehen haben. Eine alte Rasse, die schon mal fast ausgestorben waren. Zum Glück haben sich dann engagierte Tierhalter und Landwirte der alten Rasse angenommen. Das ist meine Lieblingsrasse hier in Schleswig-Holstein. Das sind ganz, ganz tolle Schweine. Der Vorteil auch für die Schweine ist, es lohnt sich nur, wenn man die artgerecht hält. Die sind nicht für Massentierhaltung geeignet. Also da, wo Sattelschweine rumlaufen, die haben ein ziemlich zufriedenstellendes Leben. Und davon bin ich felsenfest überzeugt, nur Tiere, die gut gehalten werden können, letztendlich auch guten Geschmack ergeben. So, in der Zwischenzeit, denke ich, haben die Testerinnen und Tester den Schinken probiert. Annemarie, da geht dir doch das Herz auf, ne? Aber sowas von, das ist absolut ein kräftiger, auch vom Salzgehalt etwas intensiver, aber nicht zu schlimm, also zu kräftig gesalzener Schinken. Er ist schön marmoriert. Und vor allen Dingen, was ich gerne mag, ist, er hat einen ordentlichen, festen Biss. Das heißt, wenn ich mir den jetzt auf den Zwiebelkuchen demnächst oder auf den Flammkuchen oder in eine schöne Quiche mit reingebe, da werde ich immer den Biss von diesem tollen Schinken haben, zumal er hier jetzt auch in der Stärke geschnitten ist, die das Ganze so prima zulässt. Und vor allen Dingen, ich empfinde ihn nachhaltig länger, also der Geschmack verbleibt länger im Mund. Und insofern ist er für mich für ein gemütliches Essen sehr gut. Also ich brauche wenig und habe lange was davon. Eine Nachfrage erlaubt mir. Ich habe das mit dem Zwiebelkuchen oder Quiche habe ich ja verstanden, aber ich hörte denn das Wort Pflaumenkuchen. Würdest du den Schinken auf Pflaumenkuchen legen oder zum Pflaumenkuchen essen? Oder war das ein Missverständnis? Das Wort, was ich genannt habe, war Flammkuchen. Ach, Flammkuchen. Gut. Ja, alles klar. Sind wir wieder beieinander? Nee, danke. Beim gut. Pflaumenkuchen ziehe ich die schöne Horstersahne vor. Gut. Flammkuchen leuchtet mir ein, weil Pflaumenkuchen, ich habe die ganze Zeit überlegt, ich sehe aus dem Kopf auf meinen Gaumen, aber irgendwie fiel mir da nichts Angenehmes so ein. Aber alles gut. Sind wir uns ja einig. Johanna, das ist ja so ein traditioneller Schinken mit ordentlich Fettrand. Ich höre immer die jungen Leute, die achten so auf Gesundheit und darf nicht so fett sein und überhaupt. Und was sagst du zu dem Schinken und stört dich der Fettrand? Überhaupt nicht. Ich habe den Fettrand mitgegessen und habe ihn auch mal so probiert und es ist ein sehr guter Fettrand. Also ob es die jungen Leute stört oder nicht, ich kenne auch viele, die ihn weglassen und ich glaube, um ehrlich zu sein, dass denen was entgeht. Also sei es, dass, gut, wenn man es jetzt pur nicht mag, ist das das eine, aber wenn ich jetzt höre, da bin ich kann Annemarie eigentlich nur nachreden, bei einer Quiche und so bin ich auch voll dabei und das wäre ein absolutes Versäumnis, diesen Fettrand nicht mitzuverwenden. Also ein toller Schinken, kräftiger Schinken, etwas dicker geschnitten als die anderen. Und er hat mich persönlich, also ich freue mich zum einen, so ein Traditionsschwein hier zu haben, was ja auch seinen Ursprung in Schleswig-Holstein hat. Und zum anderen hat er mich aber in die Stube meiner Oma versetzt. Also ich würde gerne zum Kühlschrank meine Gewürzgurken holen. Und ich als Brotzeit-Fan bin mit dieser Auswahl und auch mit diesem Schinken absolut glücklich gerade. Gut. Du hattest das Stichwort Fettrand erwähnt und ich kann nur allen Menschen, wenn sie Fleisch, die Güte von Fleisch oder von Wurst beurteilen wollen, dann kann ich nur, selbst wenn es der Fettrand dann zu viel ist und man ein Stück abschneidet oder wie auch immer, kann ich nur jedem empfehlen, das Fett, den Fettrand zu essen, weil am Fettrand können sie die Qualität
eines jeglichen Schinkens oder einer Wurst oder eines Kotelettes oder was auch immer Sie essen. Am Fettrand können Sie sozusagen die Güte. Der Unterschied ist frappant zwischen dem Standard-Billigfleisch, da ist der Fettrand schlicht und einfach, erlauben Sie mir den Ausdruck, widerlich. Und von guten Handwerksbetrieben, da ist der Fettrand absolut köstlich. Gut, Jochen, Fettrand hin oder her, wie hat dir der Schinken gemundet? Und was ich von dir noch wissen wollte, bei allen drei Schinken im Hintergrund, wir haben ja immer jetzt gesprochen, kann man dazu geben, kann man dazu geben, kann man vielleicht nochmal auf den Tisch legen. In welcher sollte man und kann man und bei welcher Gelegenheit kann man mit Schinken auch kochen? Oder macht es keinen Sinn mit geräuchertem Schinken, jetzt egal vom Lamm, Schwein oder vom Rind, den auch sozusagen längere Hitze auszusetzen? Ich würde jetzt wirklich ein echtes, so sage ich mal, Kochen am Stück, würde ich zumindest mit einem echten Schinken aus der Keule, würde ich es nicht machen. Man bekommt ja sicherlich von diesem schönen Tier und aus dem gleichen Betrieb auch wahrscheinlich einen tollen Bauchspeck oder irgendwelche tollen Rippchen, die ähnlich in der Grundzubereitung sind, und die würden sich dann für egal was, Birne, Bohne, Speck, Eintöpfe oder was weiß ich mal sehr eignen. Ich wollte ganz kurz mal das Wort Pflaume aufgreifen von vorhin, weil das so abstrus irgendwie klang. Natürlich möchte ich auch keinen Pflaumenkuchen mit Speck, das müsste man echt mal ausprobieren. Aber es gibt doch gerade hier in Holstein, sage ich mal, diese Backpflaumen eingewickelt in Speckmantel. Und da möge man sich mal diesen hier sozusagen vorstellen, um eine ordentliche Backpflaume rum, auch nicht so ein Ding von Aldi, sondern auch eine ordentliche, dann ist das toll. Das wäre absolut super. Und als Kind habe ich früher gehasst, alles, was außenrum weiß war, egal, sei Fleisch oder Schinken oder so etwas. Aber das kann eben auch daran gelegen haben, dass ich im, sage ich mal, Bayern aufgewachsen bin und der Weg zum Holsteiner Kartenschinken weit war. Also das kann sein, dass es nicht mein Ding war. Aber dieser hier ist wirklich, also sehr, sehr schön, und eben dieses Fett ist überzeugend. Und was ich kurz sozusagen sagen wollte, als ich den ausgepackt habe vorhin, hatte ich mir eigentlich zurechtgelegt, schon nach einigen Minuten zu sagen, ja, der ist ein bisschen an der Salzgrenze und der ist super tolles wie Fleisch und Struktur, aber viel Rauch und viel. Das hat sich nach einer halben Stunde hat sich das gegeben. Wie ein guter Wein ist das hier, der hat sich beruhigt, der ist jetzt ganz mild, ganz schön, der irgendwie Rauch haut einem nicht mehr so in die Nase. Und der wird ja wahrscheinlich auch in verschiedenen Schnitten gehandelt. Also das, was ich hier jetzt habe, ist super toll, aber doch eher so etwas wie, sag ich mal, Schinkenspeck würde man das wahrscheinlich handeln oder so etwas. Wenn man von dem gleichen Tier jetzt eine ordentliche Pape hat oder eine Kappe oder was weiß ich was noch, kann ich mir vorstellen, dass es dann natürlich noch irgendwie zarter ist fürs morgendliche Brötchen, während dieser hier eben auf dem Vollkornbrot will. Aber auf jeden Fall ein toller Schinken. Gut. Frau Johansen, mit den Urteilen der Testerin und Tester kann man leben, ne? Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Sind Sie so freundlich, eingangs noch mal kurz Ihren Betrieb zu skizzieren? Sie haben ja nicht nur Sattelschweine, soweit ich weiß, haben Sie auch Schorthundrinder. Ja. Und Sie haben einen schönen Hofladen und ein paar andere Dinge. Was zeichnet Ihren Betrieb aus? Wie ist der zusammengesetzt? Ja, also unser Hauptthema ist eigentlich das Shorthorn-Rind. Da haben wir auch ein paar mehr von, sage ich mal. Wir sind Biolandbetrieb mit den Shorthorn-Rindern in Mutterkuhhaltung und vermarkten das Fleisch hier direkt im Hofladen, sowie auch für den Schwein. Von den Schweinen haben wir nicht ganz so viele. Das ist auch eher so aus dem Hobby entstanden. Ich wollte gerne mal ein Schwein im Garten haben. Dann wurden es zwei und dann wurden es immer mehr. Die kamen dann auch, die Wurstwaren, Schinken, Fleisch in den Hofladen und die Nachfrage wurde größer, sodass wir unseren Bestand jetzt auch leicht erhöhen. Wir haben jetzt immer nur 4 Sauen gehabt und einen Eber und sind jetzt dabei, ein bisschen aufzustocken, weil es doch ja zum Glück nachgefragt wird. Es ist ja halt ein fettes Tier eher. Das muss man ja so sagen. Also das Fett muss auch mitgekauft werden und wer es kauft, der sollte es dann auch mitessen. Aber wir haben die Kunden, die genau das schätzen. Und ja, das hat sich so
durchgesetzt. Klar, man überlegt auch mal zu kreuzen, um das ein bisschen zu minimieren, aber wir bleiben dem Anglersattelschwein da treu. Ja, und zum Betrieb, also Rind, Schwein, wir haben auch Bio gefunden. Freut mich zu hören, zu Ihrem Schinken. Was ist das Besondere an Ihrem Schinken? Ja, also erstmal natürlich die Rasse, dass das Anglersattelschwein bei uns auch draußen gehalten wird. Also bei uns hat jedes Schwein einmal Geburtstag. Das ist natürlich ein ganz anderes Alter als bei so einem Industrieschwein. Dann die lange Reifezeit des Schinkens. Also ich muss meistens schon ein halbes Jahr warten, bis ich die Keule dann wieder bekomme. Wir lassen schlachten und räuchern in der Schlachterei Burmeister in Kiel. Der versteht das auch ganz gut zu machen. Da sind wir sehr glücklich. Und ja, das Besondere ist halt die lange Reifung und ja, das Verfahren, das er halt mit unseren Schinken macht. Da darf ich Sie fragen, bei Schinken für den Laien, da gibt es ja verschiedene Zuschnitte und manchmal, gerade zur Schinkenzeit, dann liest der Kunde, der Konsument was von Pape und Nuss und so. Können Sie uns mal kurz und verständlich erklären, wie die Unterschiede sind? Tatsächlich mussten wir ja für die Verkostung Schinken aus der Kappe verschicken, was natürlich ein toller Schinken ist. Er ist ja genauso aus der Keule. Der ganze Schinken setzt sich zusammen aus der Pape. Das ist das größte Stück, was da somit auch am zartesten ist. Das ist leider schon seit Wochen ausverkauft. Dann gibt es noch die Nuss, die recht kräftig ist, eher mager. Das ist so das mittlere Stück. Und jetzt eben zur Verkostung die Kappe. Das ist ein längliches Stück, was so über dem Knochen liegt. Und diese Kappe bekommt natürlich am meisten Rauch und Salz zu spüren. Deswegen ist der auch immer nah am Salz, weil das ein recht flaches Stück ist und der natürlich am meisten von allem abbekommt. Wobei die Pape, das mittlere große Stück, halt eher mild ist. Wenn Sie in der Familie Ihren Schinken essen, bei welcher Gelegenheit, wie bereiten Sie ihn zu? Einfach als Brotzeit oder als... Also am liebsten so geschnitten, wie Sie ihn jetzt auch vor sich haben und dann mit Pellkartoffeln und Petersiliensoße. Das ist Annemarie. Und dann noch grüne Bohnen. Das ist doch auch ein Klassiker, ne? Petersiliensoße, ja. Kartoffeln, Schinken und Petersiliensoße. Ja, hätte Aber man durchaus genießen können auf der Norla, wenn sie denn stattgefunden hätte. Ja. Johanna, ich habe das ja als Kind noch, als ich bin gebürtiger Hamburger, bei meiner Großmutter in Hamburg erlebt, eine wunderbare Kösch. Kennst du noch Schinken mit Petersiliensoße und Kartoffeln? Überhaupt nicht. Also ich glaube, ich habe von meiner Oma einiges an alten Rezepten mitbekommen, aber ich habe mir schon eine Notiz gemacht innerlich, dass es wirklich, also Petersiliensoße ist etwas, das ich noch nie gegessen habe, schon gar nicht in Verbindung mit Schinken. Ich glaube, ich habe Schinken selten in Verbindung mit Soße gegessen bislang. Werd das aber, deswegen freue ich mich auch über solche Formate, heimische Produkte und gleich noch Rezepte, Anregungen und Tipps. Also ich freue mich, aber ich kenne es nicht. Frau Johansen, Ihr Schinken im Hofladen, klar, bekommt man ihn sonst? Und wie? Ja, also wir können ihn natürlich auch verschicken. Wir sind kurz davor, einen Online-Shop zu errichten, wobei es jetzt wirklich ja im Hofladen zu bekommen ist. Und es ist auch eher ein knappes Produkt. Also ob es das in den Online-Shop schafft, müssen wir mal gucken. Das ist ja grundsätzlich so mit allen richtig guten, tollen Produkten. Die sind dann manchmal auch rar. Das muss dann auch so sein. Wir müssen langsam, ganz langsam zum Schluss kommen. Ich möchte von meinen zwei Testerinnen und meinem Tester so eine Art Fazit. Annemarie, wenn du das, was wir jetzt besprochen haben, das, was wir gegessen, getestet haben, was dir vielleicht noch auf dem Gaumen liegt. Was ist dein Fazit? Traumhaft lecker. Und gerade weil es so selten ist, lohnt sich auf jeden Fall der Weg in die einzelnen Hofläden, um sich ein Stück zu sichern. Und ich könnte mir vorstellen, und bei mir selber habe ich es auch schon gehabt,
so schön eingeschweißt, wie wir ihn bekommen haben, ist er auch eine Weile lagerfähig. Und da lege ich mir einen Vorrat von an. Sehr lobenswert. Johanna, dein Fazit. Mein Fazit. Die Verbrauchertrends zeigen ja, dass der Trend generell wieder zum Regionalen geht. Ein super schöner Trend. Und ich glaube, dass wir im Norden uns mit unseren Produkten, vor allem natürlich hier jetzt mit Schinkenprodukten, anderen tierischen Produkten, aber auch dafür haben wir die Verkostungsreihe mit anderen Dingen, dass wir uns nicht verstecken brauchen, dass wir keine Angst vor diesem Trend zum Regionalen haben, dass wir traumhafte Produzenten haben, die man unterstützen kann. Die Wege sind nicht weit und werden weiter ausgebaut online. Und ich bin großer Fan von diesem Schinken. Ich werde ihn weitertragen und ja, freue mich. Danke. Jochen, dein professioneller Blick als guter Koch und Gastronom, guckst du ja auch immer über den Tellerrand und kriegst in anderen Weltregionen mit, was gerade die Köche, die Spitzenköche sind häufig auch Trendsetter. Dein Blick auf den Schinkenkäse, wie? Ja, ich wollte auf jeden Fall ist unser heutiger Tag im Niveau und im Spaß nicht abgesunken gegenüber dem ersten mit dem herrlichen, was hatten wir, Käse und dann hatten wir Räucherfisch und heute haben wir Schinken. Das machte, sag ich mal, mindestens ebenso viel Spaß. Das war toll. Ich habe hier noch so die allerletzten drei Stücke von dem Sattelschweinschinken auf dem Holzofenbrot liegen und das noch ein bisschen Pfeffer drauf und das ist sehr, sehr schön. Ich würde auch das ähnlich wie Johanna sehen. Man braucht sich hier oben im Norden nicht verstecken. Wir haben tolle Sachen und man kann das nur immer wieder laut sagen, dass man halt ein wenig suchen muss, dass man vielleicht auch mal was ausprobieren muss und dass man nur eines nicht tun darf, einfach bei Lidl, Aldi, Dings und so weiter reingehen und sich auch die noch so schön aussehenden Sachen eingeschweißt aus dem Kühltresen rausfischen. Geht in die Hofläden, geht auf die Wochenmärkte, geht zum örtlichen Metzger, von dem ihr wisst, dass er noch seine eigenen Sachen macht. Das ist der Trend und bei dem sollten wir mitmachen. Das ist gut. Gut, vielen Dank, Jochen. Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken. Bei Annemarie, bei Johanna, bei Jochen, bei Herrn Zastro, bei Frau Beers und bei Frau Johansen. Bedanken möchte ich mich aber auch noch bei bei drei Personen, die jetzt nicht zu sehen sind, aber die zugucken, denen wir alles zu verdanken haben, die Regie führen. Bei Herrn Schuster und Andrea Prahl vom Vorstand der Nordbauern, die dieses Format überhaupt erst ermöglicht haben und im Hintergrund sehr stark wirken. Und als letztes unser wichtigster Mann, sage ich jetzt einfach, Christian Kliso von der Wirtschaftsförderungsagentur aus Plön, die dieses Format mit unterstützen und er ist für die Technik zuständig. Und wenn irgendwas nicht klappt, dann sorgt er dafür, dass es klappt. Herzlichen Dank, Christian. Weitere Infos über dieses Format kriegen Sie über die Nordbauern-Seiten. Es werden noch vier weitere Folgen ausgestrahlt. Die nächste ist am 15. September. Da kümmern wir uns um geräucherte Wurst, auch eine Spezialität hier aus Schleswig-Holstein. Und wer mitverkosten kann, auch das findet man die Informationen auf den Nordbauern-Seiten. Bekommt, soweit ich weiß, kostet es 15 Euro, also ein Apfel und Ei. Und das, was wir hier verkosten, bekommt man zugeschickt von den Nordbauern und kann dann zu Hause miturteilen. Ich habe, das sehen Sie nicht, kriege ab und zu mal aus der Regie so nette, freundliche Briefe von den Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich freuen. Und eigentlich habe ich damit gerechnet, dass es auch mal das eine oder andere vielleicht kritisch angemerkt wird. Aber heute ist es so, die Menschen sind alle voll des Lobes. Ich persönlich nehme mit unbedingt neues Mikro kaufen. Wieder Petersiliensoße mit allen drei Schinkenarten probieren und Pellkartoffeln. Also dieses Gericht war mir vollkommen aus dem Gedächtnis. Das habe ich wahrscheinlich das letzte Mal vor 40 Jahren gegessen. Das muss ich unbedingt wieder ausprobieren. Johanna, ich lade dich ein, wenn ich das mache, dann testen wir das mal zusammen. Oscar Wilde hat mal gesagt, der einzige Weg, einer Versuchung loszuwerden, ist, ihr nachzugehen. Ich hoffe, wir konnten Sie in Versuchung führen. Gehen Sie einfach hemmungslos dieser Versuchung nach. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter. Bleiben Sie den Nordbauern und allen engagierten Genusshandwerker gewogen. Tschüss,
Auf Wiedersehen und bis bald. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Tschüss.